Hallo und herzlich willkommen bei chinahandys.net. Wir haben hier heute ein chinesisches E-Bike mit dabei, und zwar ist es das S-Cute Poluno. Ich hatte euch bereits letztes Jahr den Vorgänger vorgestellt. Es ist ein E-City-Fahrrad, wie man unschwer erkennt. Und am ganzen Fahrrad hat sich ein bisschen was verändert. Es gab ein paar Upgrades, ein paar Verbesserungen. Und wie gut das Fahrrad letztendlich in der Praxis funktioniert hat und was die Veränderungen sind, schauen wir uns jetzt zusammen etwas genauer an. Los geht's! Beginnen wir mit den Sicherheitsfeatures, und zwar in dem Fall von hinten nach vorne. Also Sicherheit indirekt, es sind Schutzbleche mit dabei. Wir haben hinten einen elektronisch gesteuerten Scheinwerfer. Ich kann den ganzen auch mal kurz anmachen, dann sehen wir auch, dass er leuchten kann. Also jetzt ist er quasi aktiviert. Wir haben den vorgeschriebenen Reflektor natürlich auch mit dabei. Dann geht es weiter nach vorne. Können wir noch hier kurz die Katzenaugen, also es sind genau wie vorgeschrieben auch zwei Katzenaugen beim Fahrrad. Wir haben hier noch einen Schutz für die Schaltung, ist auch immer sinnvoll. Dann haben wir natürlich die Pedale. Bei den Pedalen haben wir vorne und hinten unsere Reflektoren, auch wie vorgeschrieben. Und am Vorderreifen natürlich auch wieder zwei Katzenaugen, wie sich das gehört. Und was jetzt neu ist im Vergleich zum Vorgänger, also die ganzen Features hatten wir auch schon beim Vorgänger, ist in dem Fall die Klingel. Also wir haben jetzt statt Hupe, keine so gute Idee, eine voll funktionsfähige Klingel. Das ist halt echt wieder mal überlegt von S-Cute. Wenn wir gerade schon hier vorne sind, können wir auch noch mal kurz einen Blick auf das Display werfen. Und zwar ist das Display jetzt wahrscheinlich recht schwer zu erkennen. Ja, das alte war auf jeden Fall besser ablesbar. Das hier ist auch absolut basic. Also man kann hier Licht an, Licht aus, ist auch der Anknopf. Und auf dem anderen, auf der Modustaste, schaltet man durch die fünf verschiedenen Unterstützungsstufen. Aber auf die komme ich später nochmal etwas genauer zu sprechen. Was noch wichtig wäre, ist, dass wenn man lang M gedrückt hält, ist quasi der Schiebemodus. Also es geht dann vor, das ist bis 6 km/h ist das erlaubt, und das ist cool. Wenn man halt irgendwo hochschiebt, kann man hier einfach gedrückt halten. Ist jetzt nicht super praktisch, aber okay. Eine Besonderheit ist noch, man kann nicht wie früher, dadurch, dass hier ein festes Gelenk jetzt sitzt, durch das feste Gelenk kann man nicht unbedingt den Lenker nochmal verstellen. Für mich ist das so ganz gut geeignet, sollte auch jeder mit zurechtkommen, aber früher konnte man eben den Lenker noch näher hin oder weiter wegstellen. Das geht jetzt durch die neue Elektronik nicht mehr. Und noch eine Sache mit der neuen Elektronik, es gibt jetzt eine App, die ist noch nicht fertig, von S-Cute entwickelt. Was die genau machen soll, ist nicht ganz klar. Also man kann jetzt schon sogar mit einer alternativen App das Ganze nutzen. Dann kann man halt mit einem Handy die Beleuchtung, zum Beispiel wie hell das Display ist, einstellen, oder man kann auch durch die einzelnen Modi schalten. Man kann das Licht an- und ausmachen. Ich würde mir versprechen von der Original-SQ-App dann, dass man quasi auch die Unterstützung in Prozent eben von der Motorleistung, dass man das dann einstellen könnte, weil so ist das Ganze von 1 bis 5 erstmal nicht einstellbar. Bei dem alten Fahrrad konnte man über das Display das Ganze konfigurieren. Ja, das wäre noch so ein Unterschied. Wir haben vorne noch zwei unabhängige Bremsen. Das ist natürlich auch für die Sicherheit relevant, dass wir da nochmal einsteigen. Und hier vorne noch den Frontscheinwerfer, auch den kann ich nochmal einschalten. Und natürlich hier den Reflektor, genau wie das eben vorgeschrieben ist. Und klar, das S-Cute unterstützt euch beim Fahren, nur beim Treten, bis 25 Stundenkilometer mit einem 250 Watt Bafangmotor. Genauso wie das eben vorgesehen ist, dass das ganze Teil hier als Fahrrad zählt und genauso auch genutzt werden kann. So, dann machen wir weiter mit den fahrradrelevanten Sachen. Also wir haben einerseits hier eine 7-Gang-Shimano-Schaltung. Die hat mehr oder weniger das gleiche Problem wie auch schon vorher. Werde ich nachher noch beim Fahren was zu sagen. Man tritt irgendwann mehr oder weniger durch. Also bis 25 Stundenkilometer. Es ist ein Citybike. Und viel schneller kann man mit 7 Gängen letztendlich nicht fahren. Die Schaltung ist gut eingestellt und schaltet wirklich wunderbar durch. Da gibt es absolut nichts zu bemängeln. Neben der Schaltung haben wir hinten natürlich auch eine Bremse und vorne auch eine Bremse. Und das Problem vorne bei der Bremse ist, das Fahrrad wird ja geliefert und dann ist das Vorderrad nicht verbaut. Das macht man mit einem Standard-Schnellverschluss. Mit dem Schnellverschluss wird dann quasi das Fahrrad vorne angebracht. Auf der anderen Seite ist der Schnellverschluss quasi. Also hier bringt er dann das Vorderrad an. Und das Problem ist dann die Bremse.
die ist dann nicht genau mittig und das müsst ihr dann per Hand einstellen. Also letztendlich Werkzeug für den Aufbau ist auch alles mit dabei. Der Aufbau dauert knapp 20 Minuten, auch für Unerfahrene. Also das ist wirklich nicht der große Aufwand. Und ich bin jetzt auch nicht der Fahrradbauprofi. In 20 Minuten war ich fertig. Und die Bremse, wie gesagt, mit dem Imbusschlüssel, der ist dabei. Kurz zwei Schrauben auf, einmal angezogen und wieder zugezogen. Das Video. Video findet ihr im ausführlichen Testbericht bei chinanis.net. Das verlinke ich euch da, wie man diesen Vorderreifen, dass die Bremse richtig funktioniert, einstellt. Ja, ansonsten, auf was müssen wir noch eingehen? Wir haben natürlich Pedale, wir haben hier letztendlich ein Fahrrad, wir haben einen Gepäckträger, was ganz praktisch ist. Da kann man natürlich dann noch entsprechendes Zubehör drauf platzieren. Und hinten haben wir keine Federung, sondern eine Federung gibt es. Wir haben aber einen Schnellverschlusssattel, wenn wir schon gerade beim Sattel sind. Da ist jetzt immer die Frage, und da kommen wir auch gleich schon zur Größe. Der sollte ungefähr 10 cm schon hier reinragen. Und damit ist die Größe schon beschränkt. Also es geht, ich bin 1,87 und ich würde das auch, ja, ich hätte es gerne ein bisschen größer. Ich sag, wie es ist. Man kann natürlich auch einfach die Stange hier austauschen, wenn es einen stört. 1,85 S-Cube gibt es, glaube ich, sogar 1,90 an, halte ich für ein bisschen übertrieben, insbesondere wenn wir die Rahmengröße hier nehmen. Also wir sind knapp Rahmengröße bis zur Sattel, sind knapp 48 cm, also 19 Zoll. 19 Zoll, sagt man so, sind bis 1,80 bei einem 19 Zoll Fahrrad. Aber es ist ein City-Fahrrad und man will ja hier keine riesigen Touren mitfahren letztendlich, also sollte passen. Und für mich 1,87 ist es gut. Es ist wirklich gut. Es passt noch. Aber der Sattel ein Stück höher wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Der Sattel hinten ist nicht gefedert. Also es gibt keine Sattelfederstütze oder sonst irgendwas. Kann man natürlich entsprechend upgraden. Ist ja ein normales Fahrrad. Vorne hingegen haben wir eine schöne und auch funktionsfähige Feder, die jetzt auch ordentlich Gewicht aushält. Beim Bremsen habe ich jetzt auch nicht irgendwas Negatives festgestellt. Mein Problem ist, dass man hier man kann die Stärke halt nicht regulieren, das ist schon ein bisschen schade und man kann es auch nicht ganz ausstellen. Das sind so ein bisschen die Wünsche, die ich von meinem normalen Fahrrad halt kenne, was allerdings kein E-Bike ist und was auch schon 800 Euro kostet, wo wir gerade beim Kosten sind. So wie es hier steht, kostet knapp 1200 bis 1300 Euro, je nachdem, ob es im Angebot ist. Und das empfinde ich wirklich als fairen Preis, aber da gehen wir im Fazit nochmal näher drauf ein. Machen wir weiter mit dem Akku. Der sitzt hier. Der hat etwas über 500 Wattstunden und den Schlüssel braucht man übrigens nur, um den Akku zu entnehmen. Also man muss nicht irgendwie das Fahrrad freischalten. Man dreht einmal rum und dann kann man den Akku hier einfach schön rausziehen. Man kann den Akku im Fahrrad laden, hier an der Seite, oder eben entnehmen und dann einfach ganz normal an der Haushaltssteckdose laden. Ist natürlich auch alles dabei. Es sind exakt 522 Wattstunden und das ist schon eine ganze Menge. Ich habe mit einem Akku so Stufe 2, 3 größtenteils, natürlich auch mal die eine oder andere Bergfahrt auf 4, bin ich ausgekommen, 80 Kilometer. Also so viel zur Reichweite, die ist wirklich gut. Insbesondere wenn man eben Citybike, also 80 Kilometer Reichweite, das ist überhaupt kein Problem. Was beim letzten noch so ein bisschen das Thema war, ist hier, dass hier ist kein wirklicher Dichtungsring. Das ist schon irgendwie ein bisschen blöd, ja, weil natürlich, wenn man jetzt im starken Regen fährt, könnte hier definitiv Wasser reinlaufen. Wir hatten beim alten S-Cute auch schon Kommentare, dass das passiert ist. Ich bin letztendlich nicht im Regen gefahren, kann das nicht direkt beurteilen, aber es sieht mir so aus. Also bei Starkregen sollte man es nicht überbeanspruchen oder eben hier vielleicht gegebenenfalls abkleben, abdecken. Man kann ja laden, ohne zu entnehmen. Okay, dann kommen wir noch zum Fahreindruck zum Schluss. Nochmal kurz die Rohdaten. Gepäckträger, da kann man 25 Kilogramm draufladen. Insgesamt sind für das Fahrrad 125 Kilogramm erlaubt, also 25 drauf, 100 Kilogramm die Person. Ich bin jetzt 80 Kilo schwer, ist natürlich für mich dann nicht überladen. Und das Fahrrad selbst kann man auch mal hochheben. Und das sind exakt 25 Kilogramm. Also wir haben letztendlich normal, ich meine großer Akku, es ist ein Fahrrad, es ist ein E-Bike. Und da sind wir dann jetzt auch schon beim ersten Fahrthema. Ich habe es zwar eben schon kurz erwähnt, also wir schalten einfach das Display ein und dann kann man die Taste M, gedrückt halten. Und sobald wir die Taste M gedrückt halten, ist quasi dann der Schiebemodus. Also wenn ich jetzt mitgehe, unterstützt er bis 6 Kilometer pro Stunde. Und ansonsten starte ich jetzt mal kurz eine kleine Runde hier mit, ich hoffe, dass das Mikrofon hält,
mit Stufe 1. Und was sich hier verändert hat, ist, dass beim alten war so ein bisschen das Nachziehen sehr stark. Und die Gänge waren auch, also jetzt Stufe 1, kann man hier schon wirklich angenehm mitfahren. Machen wir noch die Gänge. Muss man noch ein bisschen Muskelarbeit leisten, wenn man quasi 20 Stundenkilometer fährt. Bei Stufe 2 ist schon mehr oder weniger ermüdungsfreies Fahren möglich und 3 unterstützt schon sehr ordentlich. Also dann ja, hat man gar keine Einschränkung mehr, kann auch den ein oder anderen Berg hoch. Also ich bin grundsätzlich Stufe 2 auf der Geraden und Stufe 3 bei leichten Steigungen gefahren. Stufe 4 dann bei starken Steigungen. Sowohl Stufe 5 als auch 1 habe ich eigentlich nie verwendet. Bremswirkung ist gut, also der Bremsweg ist gering. Und was mir hier insbesondere gefällt, ist, dass wirklich Stufe 1 bis 5 deutlich besser eingestellt sind, als das noch beim Vorgänger der Fall war. Also das ist schon eine ganz andere Hausnummer, weil man hier wirklich die Unterstützung gut gewählt hat. Ansonsten, ja, das war es dann soweit zum kurzen Fahreindruck. Also S-Cute hat sich auf jeden Fall hier nochmal deutlich gesteigert. Und wir kommen jetzt zum Fazit. So, das war es dann soweit mit dem S-Cute Poluno Testbericht. Das Fahrrad an sich, da merkt man wirklich, dass S-Cute mitdenkt. Man hat sich gut weiterentwickelt. Man hat vor allem sicherheitsrelevante Features nochmal eingebaut. Zum Beispiel die Klingel. Es wird noch eine App kommen, was natürlich das ganze System nochmal ein bisschen cooler macht, als es ohnehin schon ist. Die Gänge wurden deutlich besser eingestellt. Beim letzten Mal war einer der Kritikpunkte, dass man quasi auf Stufe 1 eine zu starke Unterstützung hatte. Das wurde absolut gelöst. Wir haben Stufe 1 bis 5 und 2 bis 4 funktionieren. Bei meiner Nutzung war perfekt. Also 2 normale Gerade, ermüdungsfrei, 4 starke Steigungen, 3 das Zwischending. Was ich auf jeden Fall noch sagen will, was quasi dann als mehr oder weniger Nachteil auf erhalten bleibt, ist die Trittfrequenz. Das liegt an der 7-Gang-Schaltung. Also wenn man schneller als 25 fahren will, kann man quasi nicht mehr mittreten. Dann ist die Trittfrequenz einfach für mich gefühlt zu hoch. Und das wird, denke ich, auch vielen anderen so gehen. Andererseits sage ich, es ist ein Citybike, es ist eben nicht für die schnellen Fahrten gedacht. Und so 22, 23 Stundenkilometer fährt man perfekt mit schönem Tritt. Und das klappt wirklich gut. Ansonsten Akku, Reichweite nochmal 80 Kilometer habe ich geschafft, knapp 80, wirklich auch hervorragend und Federung, Verarbeitung, alles soweit. Auch, ich finde es auch letztendlich recht schick, das Bike, und an der Verarbeitung gibt es absolut nichts auszusetzen. Für weiterführende Informationen, da werde ich dann auch nochmal, wenn die App rauskommt, im Test, findet ihr im Testbericht auf www.chinahandys.net. Da kann ich natürlich dann auch entsprechend immer die Dinge anpassen, wie zum Beispiel eine App, was hier im Video leider nicht möglich ist. Wenn euch das Video gefallen hat, dann abonniert gerne unseren Kanal. Es wird in nächster Zeit häufiger solche Videos geben. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut.